Wie war der Tag? Fertig. Ja, reicht's auch, oder? Aber gut, super. Geht's nur weiter. Ich finde, an der Stelle muss man Michael Gebert für, ich habe es gestern Abend schon mal angesprochen, aber jetzt ist die Veranstaltung vorbei und jetzt kann man ein erstes Pre-Fazit ziehen. Das Kompliment gebührt alleinig dir und deiner Initiative. Hier in München etwas derartiges eben aufzuziehen, ist deine Idee gewesen. Und als du, ich habe es gestern bereits geschildert, dann das erste Mal in der Fidobank dazu warst und gesagt hast, würdet ihr das unterstützen, haben wir gesagt, klar, sind wir dabei. Weil so viele Banken wird es da wahrscheinlich nicht geben, die A, das Thema überhaupt kennen und B, das Thema mit unterstützen. Übrigens sind Vertreter von Banken da, also wow. tatsächlich. Verlaufen. ist jemand von Rocket Internet da? Okay. Gutes Zeichen. Nein. Aber insofern wirklich die Initiative finde ich ganz toll. Und als wir dann heute in der Früh hierher kamen und die Schlange gesehen haben vor dem Haus, muss ich echt sagen, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Uns war klar, es werden viele Leute kommen, aber dass es so viele sind, Respekt und Anerkennung. Auch ein Riesendank, denke ich immer, an das Publikum. Sensationell, den ganzen Tag voller Diskussionen. Mir schwillt der Kopf echt. Ich bin von einem Gespräch ins andere. Heute kommen eigentlich kaum dazu, kommen hier den Vorträgen zuzuhören. Es war auch aus meiner Sicht absolut ereignisreich. Es war erkenntnisreich. Und es war in manchen Teilen auch ein wahnsinniges Familientreffen, weil viele von den hier Anwesenden kennt man, man hat viele gemeinsame Projekte schon betrieben und dann trifft man sich hier in der Runde und muss ich sagen, super, war wirklich klasse. Michael, nochmal Dank an dich. Die Location hätte nicht besser gewählt werden können. Ich denke mal, die Mehrheit sind, oder ich, vielleicht täusche ich mich, sind die Mehrheit Münchner eigentlich hier? Okay. Also wenn die Mehrheit nicht Münchner sind, muss ich ein bisschen spitzer reden. Ne? Die Mehrheit oder vielmehr diejenigen, die hier Münchner sind, wissen, dass hier nebenan ist ein großer Gebäudekomplex, der nennt sich Borstei. Und die Borstei hat eine sehr interessante Geschichte, die sehr gut zu dem passt, was wir heute hier besprechen. Vor rund 90 Jahren wurde die Borstei ins Leben gerufen von einem Architekten namens Borst. Und der Borst hat damals ein sehr innovatives Wohnungsmodell eben proklamiert und hat hierfür, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Quadratmeter Grund vor den Toren Münchens gekauft, um eine sehr gesellschaftsrelevante Form des Zusammenwohnens zu entwickeln. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Borstei keine Balkone. Warum? Weil er nicht wollte, dass die Leute auf ihren Balkonen sitzen, um da ihre Freizeit zu begehen, sondern sie sollen gemeinsam in den Hof kommen, um die Freizeit gemeinsam dort zu verbringen. Es wurden verschiedenste, auch hier, crowd-gesourcete Komponenten mit integriert. Es wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben von, ich glaube, über 200, 250 Vorschlägen, die reinkamen, bis hin zu dem, dass aus 2000 Vorschlägen, wie dieses Gebäudekomplex zu nennen ist, dann einer ausgewählt wurde und das war die Borstei. Und das ist wirklich hier hinter diesem hässlichen Betonbau, den wir der Olympiade verdanken, wahrscheinlich ein Grund für die Olympia-Ablehnung der nächsten Jahre, ist dahinter die Borstei und dementsprechend eine ideale Location, auch in dieser Nähe über Crowd-Themen oder über Gemeinschaftsthemen zu sprechen. Gut ausgewählt, Michael, bin mir sicher, es war ein wesentlicher Gedanke bei der Location-Auswahl. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist in der Hinsicht eigentlich ganz klar, wenn man sich so ein kleines Entscheidungsbäumchen immer vor dem geistigen Auge hält, brauchen wir Crowdfinance, ja oder nein? Oder Crowdfunding oder wie wir es auch immer nennen und ausdefinieren wollen, brauchen wir eine alternative Form der Mittelfindung, der Refinanzierung von privaten oder auch gesellschaftlichen oder auch im Endeffekt geschäftlichen Projekten? Und die Antwort, glaube ich, kann ja nur sein ja. Warum brauchen wir das? Weil im Endeffekt andere Finanzierungsarten, seien es traditionelle über die bestehenden Banken, aus diversen regulativen Gründen, Basel III und Co. lässt grüßen, seien es staatliche Themen, die im Endeffekt den Staat als Transferleister bzw. als Supporter ausfallen lassen, in Summe weniger werden. Das heißt, wir alle, die wir Projekte aus welchem Grund geschäftlich, künstlerisch oder privat betreiben, müssen uns überlegen, ob es neben meinen klassischen Wegen andere Wege der Refinanzierung gibt. Crowdfunding, Finance, Sourcing ist in der Hinsicht vor allen Dingen zusammen mit der Entstehung des Internets die perfekte Alternative.
ganz klar. Muss ich auch sagen, hat sich nach dem heutigen Tag in meiner Meinung nicht verändert, sondern eher bestätigt. Die gemeinsamen Diskussionen, die hier geführt wurden, die Vorträge, die da waren, die Menge an Leuten, die sich für das Thema interessieren, die unterschiedlichsten Gattungen, die mittlerweile da sind, vom WP über Anwälte, über jetzt auch Banken bis hin zu den einzelnen Unternehmen und Plattformen, bestätigt das. Erster Punkt. Wir sind also im richtigen Feld unterwegs. Die Kernfrage ist aber, wie machen wir das? Und wir haben ja auch heute hier die unterschiedlichsten Ansätze gesehen, über die unterschiedlichsten Finanzierungsstrukturen, die unterschiedlichsten Projektstrukturen, die unterschiedlichsten Projektschwerpunkte, die unterschiedlichsten Zielsetzungen, mehr die idealistische Ziel, von der idealistischen Zielsetzung kommen bis hin dann schon mehr zum durchdachten BWL-Konzept, was definitiv auch notwendig ist. Denn ich denke, ein Fazit für heute ist, wir haben viel Begeisterung, wir haben noch mehr Ideen. Wir werden sehen, ob wir den Atem haben, das alles auch so zum Ende zu bringen. Da habe ich den ersten kritischen Punkt eigentlich. Wir werden sehen, ob sich aus dem Krautchen, was draußen im Netz jetzt hier zu den Ideen schon auch mit dabei ist und aufspringt, auch wirklich eine Crowd wird. Und mit welchen Mitteln und Schritten wir eben dahin kommen. Der Prozess dabei ist der Prozess vom Kreditaufnehmenden bzw. vom zu Finanzierenden bis hin zu dem, der das Geld gibt, schon mal einer der ersten Punkte. Wie funktioniert der? Wenn ich mir heute so die Szene anschaue, dann muss ich sagen, scheitern wir noch daran, beziehungsweise haben wir die größte Schwierigkeit, im ersten die geeigneten Projekte zu finden. Was ist ein geeignetes Projekt? Wie wird dieses Projekt dann auch in eine passende Struktur gegeben? Warum, auf der anderen Seite, haben wir bei einer gleichzeitig in der Medienlandschaft diskutierten Kreditlücke bzw. Finanzierungslücke ein Problem, Unternehmen oder Projekte zu finden, die zu finanzieren sind? Woran mag das liegen? Ich habe jetzt zu all den Fragen nicht immer zwingende Antwort. Eine der Antworten könnte sein, dass beispielsweise wir, die wir hier sind, zu diesem Thema womöglich schon wesentlich weiter sind als diejenigen, die wir dann noch abholen müssten an der Bushaltestelle. Die sind nämlich so wörtlich an der Bushaltestelle stehen geblieben. Die stehen nur an der Bushaltestelle, klassische Finanzierungsform. Die stehen an der emotionalen Bushaltestelle. Ich will meinem Nachbarn nicht sagen, dass ich einen Kredit brauche, weil das ist ein Zeichen der Schwäche. Und deswegen gehe ich nicht ins Netz und bewerbe mein Projekt. Die wollen sich auch womöglich mit dem möglichen Kreditgeber oder Geldgeber oder Finanzierer überhaupt nicht auseinandersetzen und sagen, das interessiert mich alles nicht, kann ich nicht, ich kann mich nicht vor eine Kamera stellen und im Netz reden, das kann ich nicht, das will ich nicht, das bin ich nicht und so weiter und so fort. Ich denke, dass also, wenn man vom Prozess her denkt, eigentlich der erste große Aufgabenschwerpunkt hier liegt. Habe ich dazu schon eine finale Antwort? Nein. Aber ich denke, das ist eines der größten Themen. Wie bringt man mehr Druck auf die Pipeline-Form bei den Projekten, sodass mehr Projekte, mehr interessante Projekte reingespielt und gespült werden? Der nächste Punkt ist, wie unterscheiden wir valide Projekte von weniger validen Projekten? Ich denke, da wird es einen Selektionsprozess geben. Wir werden sehen, dass die einzelnen zu finanzierenden Themen womöglich größer werden. Sie müssen größer werden. Sie müssen aus einer rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung womöglich größer werden. Oder aber die Margen, die einzelnen Plattformen nehmen, müssen größer werden. Warum? Weil ich nicht glaube, dass wir mit 1% Marge auf ein Projekt, was 5.000 Euro bringt, langhaltig eine Plattform finanzieren können, vor allen Dingen, wenn es nur 5 Projekte gibt. Das wird schwierig. Also ich bin jetzt hier ein bisschen der Rufer in der Wüste vielleicht, aber ich möchte es jetzt nur mal sagen. Ja? Ich gehe ja nachher durch den Hinterausgang raus. Und verabschiede mich so. Nein, Schmarrn. Aber ich denke, dass vor allen Dingen dieser Punkt, nämlich die Nachhaltigkeit der Plattform aufgrund des wirtschaftlichen Modells, extrem wichtig ist. Der Idealismus alleine ist meine Sicht der Dinge. Der Idealismus alleine ist ein wunderbarer Motor, eine derartige Plattform zu begründen und ist unbedingt notwendig. Nur die Betriebswirtschaft darf dabei nicht vergessen werden. Und vielleicht ist es ja auch ganz okay, mit einem attraktiven Marktmodell reinzugehen, aber auf der anderen Seite muss dann im zweiten Schritt das betriebswirtschaftliche Modell folgen. Ansonsten werden die Dinge und die einzelnen Schritte, die da zu erledigen sind, nicht bezahlbar sein und seien die Kosten noch so gering. Der nächste Punkt ist der, dass wir natürlich einen Anlegerschutz brauchen. Ich habe mit Interesse die heute erste Sofa-Diskussion mitverfolgt. Und ich kann nur sagen,
dass uns der Idealismus vor allen Dingen an dieser Ecke keinen Meter weit bringen wird. Warum? Was meine ich damit? Davon auszugehen, ich hielte es für sehr optimistisch, davon auszugehen, dass jedem Nutzer, der im Netz auf einer Plattform an einem Crowdfinance-Thema partizipiert, zu 100% klar ist, dass sie oder er hier in ein Komplettausfallrisiko, wie das die Aussicht nennt, reingeht. Das halte ich für optimistisch. Soll heißen, ich glaube es überhaupt nicht. Ich glaube, dass den Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass sie da ihr Kohle ganz gewaltig verzocken können. Jetzt ist es natürlich der Worst Case. Aber das ist der Worst Case für die ganze Industrie, für alle Plattformen und für alle Projekte. Warum? Was ist das, was nicht passieren darf? Es darf nicht passieren, dass mehrere Projekte über die Wupper gehen. Die ersten verlassen den Saal unter Protest. So nicht. Dann mache ich halt eine Strauß-Parodie, dann kommt sie wieder. Ja. Nein, es darf nicht sein. Soll ich es als Strauß vortragen? Wie ein leichtgewichtiges Projekt. Nein, also was nicht passieren darf, ist, dass die Projekte über die Wupper gehen, dass die Kunden hinterher dann sagen, hat mir ja keiner gesagt. Dann sagt die Plattform, habe ich dir schon gesagt. Ja, wo steht das? Ja, da irgendwo war was zum Klicken, da habe ich es gesagt. Ja, das reicht ja nicht. Wieso reicht das nicht? Ja, hast du mich nach meiner Risikoneigung gefragt? WPHG lässt grüßen, MIFID lässt grüßen. Hast du mich gefragt, wie viel Prozent, 500 Euro? Wir haben heute in der Früh gehört, es sind ja nur 200 Euro. Ich kenne viele, für die sind 200 Euro verdammt viel Kohle. Ja? Das ist ja aus der Sicht des Kunden zu entscheiden und nicht aus der Sicht des Projektes, ob 200 Euro viel oder wenig ist. Und es passieren die dreistesten Dinge. Ich kann Ihnen aus meiner Zeit als DRB-Bank-Vorstand sagen, wir hatten einen Kunden, der hat 250.000 Euro im Optionsscheinbereich verzockt. Jetzt war die DAP wirklich nicht dafür bekannt, dass wir eine Beraterbank sind. Das war eine andere Bank, gibt es auch nicht mehr. Ja? Also DAP gibt es schon noch, aber die gibt es nicht mehr. Deswegen konnten wir wieder grün werden, weil es keine grüne Bank mehr gab. Der Kunde hat uns verklagt hinterher. Warum? Und ich schauen wir in die Klagebegründung, ja, ihm war nicht darüber klar, er war sich nicht im Klaren darüber, dass Optionsscheine das Risiko des Totalausfalls mit sich bringen. Jetzt musste man damals in der Warntermin-Geschäftsfähigkeitserklärung, heißt so, einen blutroten Beleg unterschreiben, der in solchen Lettern war, du kannst dein Geld verlieren. Hat er unterschrieben, war ihm nicht bewusst. Ist passiert. Ja? Klagt hinterher über 250.000, warum, das war das Erbe von der Großmutter. Ist bitter. Haben wir gewonnen? Rausgefunden haben wir, dass der Kollege Optionsscheinhändler an der Frankfurter Börse war. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Der Kollege war sich aber nicht zu schade dafür, die Süddeutsche und die Bild auf uns zu hetzen. Sind Medienvertreter da? Ja, Herr Schwegerl. Sind Medienvertreter außer dem Herrn Schwegerl da? Drei. Oder Sie? Süddeutsche. Die Süddeutsche, also jetzt schweife ich zwar ein bisschen ab, aber es macht. Die Süddeutsche hat den Artikel oder hat diesen Fall aufgegriffen. Die Bild hat sich das von uns erklären lassen. Es war damals für mich ein hohes Learning. Die Bild hat sich das von uns erklären lassen und hat gesagt, da ist überhaupt nichts dahinter. Wir werden den Fall nicht aufgreifen. Ja? Fakt war, dass die Bild mit ihrer Einschätzung recht hatte. So viel dazu. Nicht immer so, aber in dem Fall war es so. Was will ich damit sagen? Etwas derartiges darf im großen Stil im Crowdfinance-Umfeld nicht passieren. Heißt, wir holen Projekte rein, die schwindlig sind, die schnell geprüft sind, die im Endeffekt keine profunde Prospektarbeit mit sich brachten, also das ist die Worst-Case-Aneinanderreihung, ich sage nicht, dass es so ist, ja? Die schnell auf die Plattform geschoben werden, die attraktiv verpackt werden, die Risikohinweise verschwinden oder sind im Endeffekt nicht, wie es im Endeffekt ja auch von der Gesetzgebung her gesagt wird, in gleicher Weise dargestellt wie auch die Chancenhinweise. Ja? Der Kunde ist sich nicht über das Risiko bewusst, die Plattform hat nicht abgefragt nach MIFID und WPHG und nach Wohlverhaltensregeln, welches Risiko willst du eingehen, bist du überhaupt fit dafür oder ist für dich eigentlich das Sparbuch das Maximum des Risikos? Und das Ding kracht. Dann ist die Plattform schuld, das Projekt ist schuld. Und am Ende des Tages, und das ist für uns das größte Problem als Fiederbank, geht der Kunde zu uns und sagt, ja, aber du Bank hast zu mir gesagt, das soll ich machen. Und wenn wir sagen, ja, aber Fieder
hat dir nie was gesagt, dass du das machen sollst. Ja, aber ich habe das bei dir auf der Plattform gefunden. Und dann geht die ganze Diskussion los. Das wird so enden, dass wir Riesendiskussionen haben und es wird so enden, dass das Thema Crowdfinance vorbei ist. So, das ist mein Worst-Case-Szenario. Warum teile ich das hier und heute mit? Weil ich finde, dass das die perfekte Chance ist, um diesen Aufruf zu tun, zumindest von meiner Seite, und zu sagen, nehmt dieses Thema Kundenschutz ernst. Macht es euch nicht so einfach zu sagen, ja, es sind ja nur 5 Euro oder es sind nur 150 Euro und das weiß er doch. Das ist nicht so. Davon würde ich nicht ausgehen. Wir werden bei keinem einzigen Richter dieser Welt für diesen Ansatz irgendein Verfahren gewinnen. Definitiv nicht. Das wird zugunsten des Anlegers entschieden, nicht zugunsten der Plattform. Wenn die Plattform dann sagt, ja, das war ja die Firma, die das gemacht hat, dann wird am Ende des Tages konkret und vollkommen zu Recht die Frage gestellt, wozu zum Teufel brauche ich dich, Plattform? Wenn du alle Risiken wegwälzt, wenn du die Qualität nicht prüfst und mich vom Risiko nicht schützt, wozu brauche ich dich? Dann ist vielleicht 1,5% oder 5% Provision sogar zu viel. Okay? Wenn wir das Ding also nachhaltig gestalten wollen, ist es meine Meinung, dass wir diese Themen unbedingt aufgreifen müssen und eher sogar den Bereich Kundenschutz übertreiben müssen, eher den Bereich Kunden zu warnen, Risikoklassen zu definieren, Risikoklassen abzufragen, dieses Wertpapierdenken hier aufzugreifen, integrieren müssen. Es ist eine alternative Assetklasse aus Sicht des Anlegers, da muss es auch so behandelt werden, dann kann ich nicht sagen, na, ich habe damit nichts zu tun. Also ich führe das jetzt deswegen intensiver aus, weil ich die Vormittagsdiskussion dazu ehrlich gesagt fahrlässig fand. Aber da wollte ich nur nichts sagen, weil das wollte man ja aufheben. Das ist in Ordnung, aber dann können Sie es jetzt machen. Ja, also, oh, das ist aber sehr laut. Ich denke, die Diskussion ist ja vollkommen gerechtfertigt auch. Ich meine, Sie haben es jetzt ja auch dargestellt, dass Sie bewusst jetzt auch mal den Schwarzmaler geben. Ist ja auch in Ordnung. Ich kann als Plattformbetreiber natürlich nicht mehr tun, als den Leuten in jeder Phase letztlich auch vergegenwärtigen, ja, auch im Prozess der Bestellung, dass das Risikokapital ist. Weil Sie es jetzt so ein bisschen flapsig sagen. Natürlich habe ich gesagt, das sind 5 Euro Investment. Die Summe ist auch, also differenziert sich und die Leute investieren bei Companisto beispielsweise im Schnitt 250 Euro. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Risiko gering schätze oder als Plattform dazu anleite zu sagen, das wäre jetzt irrelevant, wenn sie das Geld verlieren. Ja, das ist nicht der Punkt, sondern es ist wichtig natürlich über dieses Risiko aufzuklären. Man muss natürlich aber auch schauen, dass man die Mechanismen findet. Einen Punkt will ich mal auch rausstellen, habe ich jetzt auch in einzelnen Diskussionen. Weil zum Beispiel dieser konkrete Punkt Prospekt. Ja? Also ich könnte, es wäre ein leichtes für Companisto jetzt einfach ein Prospekt herzustellen. Es wäre ein Marketing-Element. Weil die meisten Leute wissen gar nicht, dass so ein Prospekt, was besagt überhaupt ein Prospekt? Die BaFin prüft nicht inhaltlich, ob das ein relevantes Investment ist, was eine bestimmte Chance hat. Und es sind formale Kriterien, die da angesetzt werden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass viele Leute sagen, es gibt einen Prospekt, die BaFin hat mir jetzt hier eine Garantie gegeben, dass das ein tolles Projekt ist, ich investiere bewusst und ich als Plattform nutze das und sage, hier, wir haben einen Prospekt, es ist ein sicheres Investment. Ja, und da kommen wir eigentlich auch in eine andere Richtung, dass wir sagen, da eine Sicherheit vorzuspielen, die es nicht gibt. Ja, letztendlich wird es dabei bleiben, dass ein Risikoinvestment ein Risiko birgt, genauso wie es eine Chance bietet. Auf der anderen Seite ist es unsere Verantwortung als Plattform und auch die der Teilnehmer hier, sich natürlich immer wieder bewusst zu sein, dass es ein Risiko ist und dass wir es transparent machen. Das ist klar, da bin ich absolut bei Ihnen. Okay, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe mich nicht auf Sie bezogen. Es ist vielleicht härter rüberkommen, als es jetzt dann ursprünglich auch gemeint war. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist mir auch klar, dass auch Investments, die ein Prospekt hatten, hinterher über die Wupper gegangen ist und nicht jeder Börsengang, der ein Prospekt hatte, war ein erfolgsversprechendes Investment. Das ist auch klar. Auf der anderen Seite glaube ich, zwischen dem, was wir heute zum Teil im Crowdfunding-Bereich haben,
an manchen Ecken und dem, was eine Prospekterarbeitung an der Börse heute eben mit sich bringt, ist noch ein weiter Weg und eine große, große Grauzone. Und da denke ich, klar, ich sehe es definitiv so, dass Plattformen, die sich dieses dicke Brett vor die Brust schnallen und sagen, okay, den Weg gehe ich, dass das womöglich ein nachhaltigerer Ansatz ist, These. Ein nachhaltigerer Ansatz ist als der schnell verlockende Quickshot, obwohl ich natürlich auf der anderen Seite auch ein Verfechter dessen bin, dass Prozesse unkomplex sein müssen, dass Prozesse schnell zu einer Execution führen müssen und dass alles, was ich sage mal 20 Klicks nördlich irgendwie funktioniert, nicht funzen wird. Ja, das ist auch klar. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Als Fido Bank haben wir sehr schnell, wir haben jetzt 5 Crowdfinance-Plattformen bei uns ins Konto integriert, als In-Account-App. Wir haben einen Risikohinweis integriert, den wir ehrlich gesagt aus alten Wertpapiertagen damit reingeschrieben haben. Und jeder Kunde, der in einer Crowdfinance-Plattform partizipiert, muss diesen Risikohinweis, der aus dem Wertpapierrecht kommt, und anklicken. Obwohl ich damit nichts zu tun habe, sage ich ja auch. Ja? Nur, ich will nicht, dass der Kunde eines Tages kommt und sagt, ja, aber ich habe auf der Plattform, die ich bei dir im Konto gesehen habe, das Projekt entdeckt. Jetzt habe ich weder mit dem Plattformmanagement was zu tun, noch mit dem Projekt was zu tun. Aber er geht dann zur Bank, weil die Bank ist reputativ angreifbar, weil die Bank ist vermeintlich immer derjenige oder diejenige, die die dicken Taschen hat und die dann eine Entschädigung zahlen kann. Ja? Das ist etwas, wo wir uns da sehr, sehr fein positionieren und ja, bewegen müssen. Daher kommt diese Sensibilität und deswegen zucke ich da so. Ja? Sie sind ja Anwalt, haben es heute in der Früh gesagt, dann wissen Sie, was ich meine. Ein wichtiger Punkt, Michael war ja sehr umtriebig bei der Erstellung der Einladung, ich habe politische Grußwörter gesehen. Und da schwillt mir ja immer der Kamm. Nichts anderes, nur der Kamm. Ja? Warum? Weil in Tagen der Koalitionsverhandlungen, in denen das Thema Netzneutralität marginal abläuft, wenn überhaupt, wenn nicht nur, ich sage mal, 95% der Diskutanten überhaupt verstehen, worum es geht. Ja? In Tagen, in denen die öffentliche Mediengestaltung davon ausgeht, dass wir in einer amerikanischen Internethegemonie leben, was ja auch so ist. In Tagen, in denen wir feststellen, dass diese amerikanische Internethegemonie nicht nur Sicherheit, sondern Unsicherheit mit sich bringt. NSA war einer der Diskussionspunkte vorhin am Ende der Diskussion. Ja? In all diesen Tagen sehe ich von unserer Politik nichts. Wo ist es denn? Wo wird denn was gemacht? Wo wird denn im Endeffekt das junge Unternehmertum gefördert, außer großen Sonntagsreden? Wo ist es denn? Wo wird denn die Internetkultur gefördert? Das ist doch wirklich nicht jetzt auf München bezogen, dass ich WLAN im englischen Garten habe. Fuck it. Darum geht es doch gar nicht. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Ja, das kann ich mir doch nur als Staatsregierung ausdenken, die dann gleichzeitig im P1 Facebook-Party schmeißt und das nicht schreiben kann. Ja, er. Das funktioniert doch so nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn ich jemanden als Verbraucherschutzministerin habe, die eine Beraterdatenbank anlegen lässt, obwohl es im Netz schon gibt. Was soll denn das werden? Wenn sie Transparenz haben will, dann muss sie einmal ins Netz reinschauen. Die gute, jetzt ist es ja nicht mehr. Wir wissen es ja noch nicht, wer es wird. Ja? Ich habe so Einschätzungen, ob das besser oder schlechter wird. Das wird auch nicht dahingehend funktionieren, als dass wir jetzt Privatkunden oder den Privatkunden im Banking komplett aus Kapitalmarktthemen rausdrängen. Das passiert nämlich über die vermeintliche Kundenschutzmechanismen, die da eingeführt werden, beispielsweise durch ein Beraterprotokoll, 8-seitig, wo der Kunde, und das ist dann das Gegenteil, dann ist es mir ehrlicher, dass ich sage, click and fire and forget. Ja? 5 Euro rauf aufs Parkett, ich weiß, das kann weg sein, aber ich habe was gemacht. Ja, wenn du im Gegensatz dazu ein Beraterprotokoll unterschreiben musst, wo 8 Seiten Begriffe drinstehen, von denen ich im Gespräch nie was gehört habe, die ich nicht verstehe, die Bank mir aber hinschiebt und sagt, das musst du jetzt unterschreiben, weil sonst passiert hier gar nichts. Und der Einzige, der dann geschützt ist, ist die Bank. Der Kunde hat keinen Zugewinn dadurch. So, und das ist das Ergebnis des Verbraucherschutzministeriums? Wow. Das Ergebnis ist, dass der Kunde aus Kapitalmarktthemen rausgedrängt wird, dass er Angst davor hat, dass er Billionen im Tagesgeld liegen lässt und der Entreicherung freiwillig übergibt bei zwischen 0,25 und 1,5%. Oder ich habe es gestern Abend erzählt,
Kindersparangebote angeboten werden mit 0,1% Verzinsung, 0,1 Verzinsung. Und ich den Kollegen der Hypo-Vereinsbank, ich sage es, das steht auch in meinem Buch, am Rotkreuzplatz, frage, ob er nicht ganz dicht ist. Was das soll, dann kann ich es ja unterm Kissen liegen lassen. Und dann muss ich nicht hinfahren und auf die Öffnungszeit warten. Kissen ist bei mir in der Wohnung, da komme ich jederzeit hin. Sozusagen Online-Banking. Und der Kollege mich dann nur anschaut, ich war fies zu ihm. Ich habe ihn am Anfang gefragt, so wie lange sind Sie schon bei der HVB? Und meine Frau war sehr unruhig mit mir. Ja? Und die wusste, wohin das geht. Und sie wollte schon sagen, Vorsicht, Falle, antworten Sie jetzt nichts mehr ohne Ihren Anwalt. Und dann sagt er, ja, seit 5 Jahren und so, sage, ja, schön, und gefällt es Ihnen so und so, ja, ist alles super, sage ich, super, machen wir jetzt ein Konto auf für Minderjährige, ja, ja, dauert nur ein bisschen. 45 Minuten später sind wir rausgegangen, ohne Konto. Auf meine Frage mit 01 war dann die Antwort, ja, wissen Sie, was am Kapitalmarkt los ist? Sie sind das damit zu tun. Sage ich, Sie refinanzieren sich doch nicht gegen einen Kapitalmarkt, Sie refinanzieren sich doch gegen Ihren Überziehungszins. Sage ich, was ist denn der Überziehungszins, wenn ich bei Ihnen ein Girokonto habe? Was zahle ich denn da? 11%, 12%, 14, 18, wo liege ich denn? Schaut er mich an und sagt, was soll die Grundsatzdiskussion? Okay, bin ich nur aus dem ehelichen Kontext gewohnt, die Ansage. Dachte ich mir, noch ein Lebenspartner. Ja. Nein. Hallo Jacqueline. Kann mich jemand heute Abend aufnehmen? Nein, aber heißt ja im Endeffekt, die Banken meines Erachtens, Respekt und Anerkennung vor den Vertretern, die da sind, ich finde es super und nicht böse sein, dass ich jetzt solche Scherze hier mache, aber es gehört zum Feindbild. Die Banken, ich bin ja gelernter Hotelfachmann. Ja? Und warum bin ich ins Banking gekommen? Weil ich wollte wissen, wie der Feind arbeitet. Das war meine wirkliche Intention. Ich wollte wissen, weil einer meiner Professoren zu mir immer gesagt hat, die Bank wird über den Fremdkapitalzins darüber entscheiden, ob du im Hotel 12 oder 14 Stunden am Tag arbeiten musst. Abgesehen davon, dass das Arbeitszeiten sind, die eine Bank nicht kennt oder auf 2 und mehr Tage verteilt. Be fair. Und schon gar nicht am Freitag. Investmentbanken ausgeschlossen. Es ist natürlich schon so, dass ich das ein interessantes Argument fand, weil 2 Stunden Freizeit beim 12-Stunden Arbeitstag klingen verlockend. Und dann dachte ich mir, machst du ein Praktikum in der Bank und bin dementsprechend da hängen geblieben. Das war der Punkt. So, aber wir haben, um die Situation abschließend zu beschreiben, wir haben eigentlich ein Bankenumfeld, das mit dem innovativen Thema wenig anfangen kann. Ich sage es einmal so. Ist es ein technisches Thema? Ich glaube nicht. Die Technik ist definitiv kein Hexenwerk. Die Technik ist nur dann für denjenigen ein Hexenwerk, wenn er auf Systemen sitzt, die zum Teil nur den deutschen Reichsstempel tragen und etwas länger und älter sind und auch nie überkommen wurden. Wir wissen von Studien, dass die IT-Kosten pro User bei einer deutschen Bank bei 200 Euro liegen im Jahr. IT-Kost per User im Jahr, 200 Euro. Wo ist bei Google? 3 Euro. Ungefähr, irgendwo da. Wenn Google die IT-Kosten einer Bank hätte, hätten die im letzten Jahr 50 Milliarden Verlust gemacht. Jetzt wird der Banker an und für sich sagen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Banking, ich höre nur auf, wenn Sie mir Wasser bringen. Banking, ich rede hier, wie ist das in Texas, war doch die letzte, die 12 Stunden durchgeredet hat. Banking ist ein anderes und komplexeres Geschäft als Google. Und hat deswegen nicht so viele Kunden und so weiter und so fort. Mein Gegenargument, warum reduzieren sich Banken aufs Langweilige und Unattraktive und haben dementsprechend weniger Kunden? Hat ihnen niemand aufgetragen. In keinem deutschen Gesetz, im Kreditwesengesetz steht drin, Banking muss langweilig sein und Banking muss die Leute echt zu Tode annerven. Steht nirgendwo drin. Ist eine eigene Interpretation. Also wir haben im Endeffekt ein schwieriges kulturelles, und das ist der Kernpunkt, kulturelles Umfeld bei Banken. Man traut sich nicht, das Thema anzugreifen. Man glaubt, die Risiken sind zu groß. Man glaubt, eine Regulierung verhindert das, was nicht der Fall ist. Man muss es einfach nur mehr angehen und dann kann man da sicherlich auch viel bewegen. Erste Punkte gibt es ja, Volks- und Raiffeisen machen die ein oder anderen Ansätze bereits, sicherlich die einen oder anderen mehr, nicht böse sein, wenn jetzt nicht genannt. Also im Bankenumfeld aber das ganze große, die ganze große Menge ist eigentlich passiv, wartet ab, will auch zum Teil
den Untergang der Innovation sehen, um dann hinterher rauszukommen und zu sagen, ha, haben wir doch schon immer gesagt, das ist ein Schmarrn. So, Bankenumfeld. Regulatives Umfeld habe ich beschrieben. Versucht mit verzweifelten Maßnahmen einen Kundenschutz herbeizuführen, der den Kunden nicht schützt, sondern ihn aus den interessanten Feldern rausschiebt. Wenn wir dieses eingangs beschriebene, wenn wir dieses eingangs beschriebene, jetzt dauert es länger, das nicht umfällt, wenn wir dieses eingangs beschriebene Horrorszenario bekommen, wird die Regulierung erbarmungslos zuschlagen. Deswegen ist es so, dass wir wirklich dieses Horrorszenario antizipieren müssen und ihm mit maximaler Werf und maximaler Energie entgegenarbeiten. Proaktiv, antizyklisch. Das Staatsumfeld habe ich beschrieben. Ich sehe keinerlei Verständnis beim Staat, der Internetwirtschaft oder der internetbasierten Wirtschaft auch irgendwie zu helfen. Wie auch, wenn wir der Meinung sind, dass das Internet Neuland ist. Wie auch. Wenn das das Maximalverständnis ist, gute Nacht, Deutschland. Es hängt also an uns, so wie wir da sind. Wir müssen im Endeffekt Konzepte entwickeln, die über das hinausgehen, was wir heute haben. Ich glaube, das, was wir heute sehen kann, ist ein hervorragender Anfang, kann aber nur der Anfang sein. Wir müssen sehen, wo sich in den Systemen Stärken und Schwachstellen herauskristallisieren. Wir müssen die Schwachstellen beseitigen können, prozessual, im Pricing, in den einzelnen Geschäftssystemen, nachhaltig in der BWL ausgestalten. Das müssen wir schaffen. Die Projekte auch so zu bekommen, ist dann mit Aufgabe. Ich war deswegen sehr erfreut, dass die IHK da ist und mich freue, einen ersten sinnhaften Beitrag für meinen IHK-Beitrag zu sehen. Wahrscheinlich gibt es viele mehr, die mir nicht bewusst sind, Entschuldigung dafür, aber der hat mich explizit gefreut. Ja? So dass es wirklich dieses Thema ist, von uns, den hier Anwesenden, von euch initiiert mit viel Mut und viel Energie und viel Leidenschaft. Respekt von meiner Seite dafür, wirklich hohe Anerkennung. Und jetzt müssen wir aus dem Ding wirklich etwas machen, was für alle im Endeffekt eine hohe Nachhaltigkeit und dann dementsprechend auch einen hohen Nutzen bringt. Aber es ist nicht, sind nicht nur wir, die wir hier sind, es ist meines Erachtens schon auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil es wird auch einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben. Viel Spaß noch heute Abend, vielen Dank fürs Zuhören bei meinen launischen Ausführungen und ein Prost auf die Giesinger, und das sage ich als Bayern-Fan.